nachgedacht und er hat dann eben nur noch nichts dazu gesagt, sondern hat es sofort vom Tisch gewischt und hat gesagt, I want you serious and severe, also ernsthaft und streng. Und dann gesagt, ja, yeah, wonderful, why not? Und dann habe ich also angefangen, mir erstmal viel mehr Make-up zu machen, weil ich wollte dann ein sehr starkes Porträt und die Augen, dass die rauskamen. Und dann ging ich zu ihm, das war das Schönste. Ich hatte da noch so Helles an meinen Augen gelassen, weil ich dachte, in Schwarz-Weiß kommt das ja sehr schön. Und dann sagte ich ihm, hey, do you think this is very good? I left it because in black and white it comes out very beautiful. Sagte er nur einen Satz. Bullshit. So, weiter erzähle ich Ihnen das nicht, weil ich schreibe, ja, also für mir kommt ein Buch, eine Biografie über mich heraus. In 2 Jahren und da erzähle ich natürlich die ganze Geschichte zu Ende, weil die ist ganz, ganz wunderbar, was dann eben er gemacht hat mit mir. Also das möchte ich mir jetzt nicht vorwegnehmen. Aber das Porträt, das er da gemacht hat, ist ja eben ein, eigentlich kann man sagen, ein Todesbild. Also als hätte er mich mit hineinziehen wollen in das, was ihm ja nun irgendwann, hoffentlich noch nicht so bald, bevorsteht. Und das war eben äußerst beeindruckend für mich, dieser ganze Tag. Ja, und sonst, ja, man hat, ich habe ihn ja nicht mehr gesehen über Jahre, also, weil ich das ja auch gar nicht mehr gemacht habe, als Fotografie, also nur als Model. Und man ja mit ihm auch nicht sehr viel Kontakt sonst hatte, außer eben damals in den 60er Jahren, im Anfang der 60er Jahre. Ja, ich weiß nicht, was es noch sonst für Geschichten. Ich glaube, das ist es dann schon. War großartig.